Die Kunstrasenhalle der Fußballjugendschule Hennef war am 2. Advent Austragungsort eines weiteren Turniers im Rahmen des Programms Einfach Fußball. Ein Hallenpokal für Mannschaften unter 11 Jahren, ausgerichtet von der Bayer 04 Nachwuchsabteilung, bei dem auch Jugendliche mit Behinderung mitspielten. 6 bunt gemischte Mannschaften hatten also richtig viel Spaß. Ja, die Idee ist ein Stück weit bei mir entstanden und ich habe dann zusammen eigentlich mit meiner Nachwuchs-Scouting-Abteilung gesagt, wir machen das einfach mal und wir wollten eigentlich schauen, dass wir mal diese Sache schaffen, so Nichtbehinderte und Behinderte zu verbinden und etwas gemeinsam zu machen. Und dieser neudeutsche Begriff Inklusion, einfach mal zu schauen, was passiert und wie wird es angenommen. Und ich würde sagen, es ist gut angenommen worden. Das Pilotprogramm Einfach Fußball, dessen Schirmherr Bayer 04-Profi Hanno Balic ist, wird unterstützt von der Bayer AG und vom Deutschen Fußballbund. Es hat zum Ziel, Mädchen und Jungen mit Behinderungen den Zugang zum Vereinsfußball zu ermöglichen. In mittlerweile 13 Vereinen wird dies bundesweit umgesetzt. Und regelmäßige Turniere wie in Hennef zeigen die Fortschritte des Projekts. Ja, wird guter Sport geboten und ich denke auch, dass es gerade interessant ist, dass die Kinder ohne Behinderung mal sehen, dass ihre Altersgenossen auch ganz gut Fußball spielen können. Ja, die sind natürlich alle sehr froh, dass sie Fußball im Verein spielen dürfen. Und da ich ja jeden Verein auch schon mal besucht habe, sind die Kinder mir natürlich auch bekannt und ja, ich denke heute ist ein absolutes Highlight für sie. Ein weiteres Highlight war auch der Besuch von Bayern 04 Maskottchen Brian the Lion, der naturgemäß von vielen Kindern umringt wurde, als Fotomodell Pate stand oder auch ein bisschen Fußball spielte. Die Schwächen in der Rückwärtsbewegung machte Brian mit enormem Einsatz bei der Kontaktaufnahme mit den Kindern wett. Das Finale des Hallenpokals geriet schließlich zu einer eindeutigen Sache für die Mannschaft aus Leverkusen. Bayer 04 besiegte Gastgeber Hennef klar mit 8:2. Nebensache, an einem Nachmittag, an dem auf Initiative von Bayer 04 die insgesamt 60 Teilnehmer des Programms Einfach Fußball viel Spaß zusammen hatten und bei der Siegerehrung ausgelassen feierten. Das fest etablierte Programm Einfach Fußball bot also wieder beste Unterhaltung und plant schon bald eine Neuauflage. Was wir auf jeden Fall haben werden, ist im April wieder ein ganz großes Turnier mit allen Stützpunkten von diesem Projekt. Sind mittlerweile, glaube ich, 13, 14. Und die werden wieder bei uns in der Nachwuchsleistungszentrum Konten auflaufen. Wir hatten das ja schon im April und das werden wir wieder machen. Wird sogar noch mal größer. Einfach Fußball, ein Projekt, das bundesweit zu einer festen Institution geworden ist und jetzt auch wieder auf Initiative von Bayer 04 in Hennef in der Vorweihnachtszeit vielen Jungs und Mädchen einen rundherum schönen Nachmittag bescherte.